Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du wieder reingeklickt hast. Ich habe eine neue Marke entdeckt, beziehungsweise eine alte Marke wiederentdeckt oder endlich entdeckt. Also ich habe sie jetzt letztendlich entdeckt, für mich entdeckt, und zwar Hanhart. Begonnen hat das alles mit einer Uhr, die ich geschenkt bekommen habe. Ihr habt die Geschichte bestimmt auf meinem Kanal nachverfolgt. Ein Zuschauer von mir hat mir eine Hanhart geschenkt, und zwar die Hanhart Pioneer One, die ich mit einer unglaublichen Begeisterung trage. Eine wunderschöne Uhr. Und diese Uhr hat mein Interesse und meinen Zugang zu Hanhart getriggert quasi, und so bin ich zu Hanhart gekommen. Kurz nachdem ich diese Uhr geschenkt bekommen habe, bin ich mit dem Sinn-Stammtisch bei Hanhart gewesen und wir haben eine Werksführung gemacht, und seitdem hat Hanhart mich wirklich gefangen. Das kann ich so sagen. Und das Ganze hat sich dadurch manifestiert, dass ich mir zwei Stoppuhren bestellt habe. Eine davon ist schon angekommen. Und zwar eine ganz einfache, einfach nur drücken, stoppen, ablesen und zurücksetzen. Eine 1-Kronen-Stoppuhr, Aufzug über die Krone, das Ganze in einem Edelstahlgehäuse. Das finde ich schon richtig klasse. Die andere, die noch kommen muss, ist eine 3-Drücker-Stoppuhr, wo man dann auch eine Zwischenzeit messen kann. Die kommt aber noch, und das sind, wenn man sie hier so sieht, tatsächlich auch zwei der ganz klassischen Linien, die Hanhart hat. Warum erzähle ich euch das Ganze? Ich möchte euch Hanhart als Marke heute vorstellen. Und ich werde in den nächsten Wochen auch 2, 3, vielleicht auch 4 Modelle von Hanhart euch zeigen, euch präsentieren. Hanhart ist eine Firma mit richtig langer Tradition. Hanhart wurde gegründet 1882 und ist dann in der Schweiz übrigens. Hanhart ist in der Schweiz gegründet. Das ist vielleicht noch ganz interessant und ist erst 1902 nach Schwenningen übergesiedelt. Hanhart hat eine unglaublich wechselhafte Geschichte mit Uhrenbau, mit Stoppuhren. Hanhart war der weltgrößte Produzent von erschwinglichen mechanischen Handstoppuhren und ist auch heute noch einer der ganz, ganz, ganz großen Player auf dem Stoppuhrenmarkt, nicht nur was mechanische Stoppuhren betrifft, sondern auch was elektronische Stoppuhren betrifft. Wirklich ein ganz großer Player auf dem Stoppuhrenmarkt. Dazu hat Hanhart auch mit der Pioneer-Serie, mit dem Pioneer-Chronographen, den ersten Fliegerchronographen für die Bundeswehr konzipiert. Auch hier ganz viel Geschichte im Hause Hanhart. Und was bei Hanhart mit wirklich viel Berechtigung zu sagen ist, die Fertigungstiefe bei Hanhart ist extrem beeindruckend. Hanhart macht nicht nur Teile selber. Hanhart fertigt zum Teil die Werkzeuge selber, die sie brauchen, um die Teile herzustellen. Ich war unglaublich geflasht zu sehen, was Hanhart alles macht. Hanhart hat eine Uhrenlinie, die ich euch gleich im Video auch noch zeigen werde, mit gehärtetem Gehäuse. Nach meinem Verständnis folgt die Gehäusehärtung ebenfalls im Hause Hanhart, wird also nicht wie bei vielen anderen außer Haus vergeben, sondern auch das macht Hanhart im Hause. Und das finde ich wirklich klasse, wenn man überlegt, dass Hanhart eine Belegschaft von knapp über 20 Mitarbeitern hat, und was dort alles auf die Beine gestellt wird, finde ich beeindruckend, insbesondere auch, weil das Portfolio doch relativ breit aufgestellt ist,
mit insgesamt 4 Produktlinien. Wir haben einmal die Pioneer-Linie, zu der auch die Pioneer One gehört. Diese 3 Zeiger, die ich euch hier zeige. Zu der Pioneer-Linie gehören aber auch, und das kann ich euch jetzt nur als Bild einblenden, weil ich halt nicht alle Uhren habe, die Chronographen, und zwar sowohl als Zweidrückermodelle als auch als Monopusher, also mit nur einem Drücker, der Start, Stopp und Rückstellung macht, ähnlich wie bei der Ein-Kronen-Stoppuhr ist der rote Drücker bei den Monopushern Start der Chronofunktion, Stopp der Chronofunktion und Rückstellung der Chronofunktion. Und der Umbau vom Zweidrücker-Chronographenwerk auf das Eindrücker-Chronographenwerk erfolgt ebenfalls bei Hanhard im Hause. Hanhard bietet gerade die Pioneer-Modelle in einer sehr großen Größenvielfalt an, von Modellen von 44 bzw. 45 mm über die Größe 42 bis hinab zu 39 mm und Sondermodelle gibt es auch in 40 mm. Es gibt die Uhren mit weißem, mit dunklem Ziffernblatt, als Panda, als Reverse Panda, also wirklich viel zu schauen. Gemein ist den meisten der Uhren der Pioneer-Serie die kannelierte Lünette mit dem einen rot lackierten Punkt, um eine einzige Zeitmarkierung festlegen zu können. Der rote Drücker bei Hanhard hat eine Geschichte, die vielleicht ein bisschen zum Schmunzeln anregt, dass die verlobte Frau Freundin des Piloten diesen Drücker mit Nagellack rot lackiert hat, damit er im Einsatz an sie denke und auch zurückkomme. Realistischer ist wahrscheinlich die Erklärung, dass der Drücker rot markiert wurde, damit Piloten nicht versehentlich die Stoppung einer Uhrzeit stoppten und somit eine gewisse Warnfunktion von diesem Drücker ausginge. Das halte ich für plausibler. Schöner finde ich die andere Erklärung. Die weiteren Kollektionen von Hanhard sind neben der Pioneer die Racemaster. Und das sind wirklich klasse Uhren, die meiner Meinung nach und nach dem, was ich verstanden habe, die gehärteten Stahlgehäuse haben und sich auch am oberen Preisbereich von Hanhard bewegen mit um die 3000 Euro. Insgesamt sehr schöne Uhren, die das Thema Racing schön und gut aufnehmen. 2 Modelle als 2 Drücker, was die Chronographenfunktion betrifft. Ein Modell hat nur den einen Drücker, also Monopusher mit dem Inhouse-Umbau. Wirklich toll. Und ganz außergewöhnlich finde ich bei Hanhard die Primus-Modelle, die wirklich sehr maskulin auftreten, sehr dominante Zeiger haben. Ein wirklich großes Gehäuse mit 45 mm oder 44 mm im Durchmesser. Aber, und das macht die Uhren sehr gut tragbar, auch für kleinere Handgelenke, die Bandanstöße sind beweglich und können sich so um den Arm herumbiegen, wenn der Arm eine entsprechend kleinere Auflagefläche hat. Das heißt, das sind dominante, große Uhren, die auch für kleine Arme gemacht sind. Hanhard gibt an auf ihrer Webseite, dass diese Uhren tragbar seien für Handgelenke von 16 bis 21,5 cm. Aus dieser Reihe ist mein persönlicher Favorit die Primus Desert Pilots. Und damit sind wir dann auch mit 2740 Euro mal wieder am oberen Ende beziehungsweise im oberen Mittelfeld der Preisskala der Primus-Modelle. Es gibt auch die Primus Diver, es gibt die Primus Racer und es gibt die Primus Pilot. Die Desert Pilot oder Desert Pilot hat es mir angetan und die finde ich wirklich unglaublich gelungen. Und
Ja, vielleicht verzichte ich im Sommer auf 2, 3 Eis und vielleicht kommt sie dann irgendwann zu mir, denn die sitzt mir doch richtig in der Nase. Ich hoffe, dass ich die Desert Pilot zum Review bekommen kann. Auf jeden Fall wird ein Modell der Primus-Serie dabei sein. Es wird ein Modell aus der Pioneer-Serie dabei sein und vielleicht auch ein Racemaster-Modell. Das steht aber noch nicht hundertprozentig fest. Und die vierte Produktlinie von Hanhard sind die Stoppuhren, bezeichnet als Classic Timer. Stoppuhren ist hier nicht 100% richtig, denn in die Classic Timer Edition fallen auch die Taschenuhren. Und die, wenn man einfach mal durchblättert, ich zeige euch ein paar Aufnahmen aus dem Bereich Classic Timer. Es ist wirklich richtig viel, was hier angeboten wird über Monopusher, also die 1-Kronen-Stoppuhren, wie ihr sie hier seht, über Flyback-Funktionen bei der Stoppuhr bis hin zu Stundenzähler, die also wirklich eine lange Distanz, eine lange Zeitmessung erlauben und nicht nur wie bei diesem Modell eine 15-Minuten-Zeitmessung. Es gibt Tischständer-Sets, wirklich Stoppuhren sind extrem präsent im Portfolio von Hanhard, machen aber nicht mehr das Kerngeschäft aus. Das Kerngeschäft sind in der Tat heutzutage die Armbanduhren. Hanhard hat eine absolut unverkennbare Formensprache, sei es bei den Pioneer-Modellen, sei es bei den Primus-Modellen. Nun, Stoppuhren sehen alle ähnlich aus, zumindest haben sie ähnliche Funktionen. Trotzdem finde ich, dass man eine Hanhard immer direkt als Hanhard erkennen kann. Und das finde ich immer gut bei Uhren, wenn sie eine Eigenständigkeit haben, eine Eigenständigkeit behalten und zudem auch noch nicht nur zusammenbauen, sondern auch noch eigene Leistung reinstecken, sei es in der Qualitätskontrolle, sei es im Design, sei es im Service. Und bei Hanhard kommt halt alles zusammen. Das Design ist typisch Hanhard. Der Service ist nach allem, was ich bisher erfahren durfte, erstklassig und die Fertigungstiefe ist beeindruckend. Schreibt mir doch sehr gerne in die Kommentare, ob ihr Hanhard auch schon so wahrgenommen habt, wie ich es jetzt tue, oder ob es für euch bisher nur eine von vielen Marken waren. Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt, was eure Erfahrung mit Hanhard ist. Ich freue mich richtig auf die Uhren, die hoffentlich bald kommen. Und ich freue mich noch mehr, diese Uhren dann reviewen zu können, mit euch teilen zu können und dann auch in den Austausch zu gehen, was ihr von den Uhren haltet. Bis dahin, bleibt gesund, erfreut euch an euren Uhren und freut euch auf meine kommenden Hanhard-Videos. Bis dahin, tschüss, euer Axel.